Gott zum Gruße, liebe Händler. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Freitag, der 25. September und wir haben 17.41 Uhr. Sie merken, ich bin wieder da. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die ganz vielen liebgemeinten Kommentare zu meiner OP. Die war am Mittwoch. Die Schulter wurde operiert und ich muss sagen, ich habe offensichtlich einen Weltklasse-Arzt erwischt. Ich sitze hier, ich habe jetzt eben mal diese Manschette abgenommen. Ich würde mal sagen, ich kann den Arm zu 70% wieder bewegen. Ich kann vielleicht nicht gerade Frisbee spielen oder Dartpfeile werfen, aber ich bin erstaunlich schmerzfrei und lediglich die Stimme hat ein bisschen gelitten. Also vielen herzlichen Dank nochmal. Wenn einer mal so einen Arzt braucht, dann gerne eine E-Mail an mich. Ja. Der ist also wirklich, ich bin total begeistert. So, schauen wir uns mal den Lümmel hier an. Letzte Woche hatte ich gesagt, die Konsensmeinung ist eher short. Normalerweise ist die Konsensmeinung falsch. Diesmal hat die Herde gewonnen. Muss man ganz klar sagen, wir haben ordentlich verloren. Und auf den ersten Blick sieht es auch nicht so aus, als ob wir jetzt uns hier nennenswert wieder abstoßen und nach oben Richtung irgendwelche All-Time-Highs gehen. Was mir auffällt, ist, dass wir beim Index, das ist jetzt also ein Tag, eine Kerze, ein Tag, dass die Bänder aufgegangen sind. Noch nicht dramatisch, weil man darf auch nicht vergessen, das war hier wirklich sehr, sehr eng, dieser Bereich da um Mitte September. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die mal aufgehen. Interessant wird es dann, wenn das obere Band, das der Bewegung entgegensetzte Band, wenn das mal hier so ein bisschen runterkippt, dann kann man einen Boden vermuten. Wir haben aber hier vom Chart her jede Menge Unterstützung. Das geht also hier schon los, das ist vom 30.07. ist das Low bei 12.239. Wir haben hier hinten den gesamten Bereich um die 12.000 herum und wir haben natürlich auch die 200-Tage-Linie hier bei 12.188. Da ist schon Support dabei. Ich finde, auch bei den Einzelwerten ist es recht schwierig momentan zu handeln. Ich war also das erste Mal heute wieder vor dem Bildschirm, habe mir das angeschaut. Wenn ich dann sowas sehe, Werte, die also in den Himmel gelobt werden, wie was wie Nell, auf einmal werden sie wieder in Staub getreten. Genau das gleiche mit Xiaomi oder Bayer. Heute Morgen auch wieder die Meldung, ja, die einigen sich mit mehr und mehr Leuten. Zack, gehen sie runter. Oder E.ON hat auch ein super Beispiel heute Vormittag gekauft, wie verrückt, und dann einfach fallen gelassen. Das ist nicht einfach. Das erzieht mich also auch, und ich handle jetzt seit 33 Jahren mit Hebeln, dass ich meinen Hebel insgesamt ein bisschen zurücknehme. Da ist nichts mehr mit 30 oder 40, sondern da gehe ich auch mal runter auf 20 oder 15. Einfach um dem Trade, den ich eingehe, und ich habe das bei E.ON auch gemacht, ein bisschen mehr Luft zu geben. Es ist unheimlich schwierig, es ist teilweise sehr verwirrend, aber ich zeige Ihnen auch gleich mal eine Geschichte, wie Sie das vielleicht für sich ein bisschen besser machen können. Zurück zum Chart, wir sind hier unten immer noch in der Gefahrenlage, MACD weiterhin Histogramm negativ, die Histogramme werden größer, da ist also noch keine Entlastung. Die Tatsache, dass der Oszillator hier unten im Moment bei 13 rumkrebst, ist zwar schick, nutzt aber nichts. Er muss über 20. Ich bin da nach wie vor, Sie wissen das, wenn Sie die Filme sehen, sehr, sehr statisch. Das ist also hier kein Kaufsignal. Das ist auch noch nicht mal ein sich anbahnendes Kaufsignal. Das kommt erst, wenn wir über 20 gehen. Von daher muss ich kurzfristig davon ausgehen, dass wir sogar Kontakt mit der 200-Tage-Linie aufnehmen können. Wenn es mal wirklich blöd läuft und eine doofe Nachricht kommt, dann können wir sogar mal unter die 12.000 gehen. Jetzt, wie versprochen, mal eine Geschichte, wie Sie das vielleicht für sich ein bisschen besser umsetzen können. Das habe ich heute gemacht, das hat ganz gut geklappt. Man sucht sich solche Kanäle. Sie nehmen zwei Hochpunkte, verbinden die und suchen dazwischen den tiefsten Punkt. Das ist so, wie ich das mache. In diesem Fall hat es sehr gut gepasst. Das ging also hier bei der tiefste Punkt, der konnte hier verbunden werden und hat zweimal drauf aufgesetzt, leicht unterboten und dann davon abgefedert. Das ist also jetzt eine Kerze, eine Stunde. Weil ganz ehrlich, im Moment traue ich mich nicht wirklich zu sagen, was in den nächsten 6 oder 8 Stunden passiert. Das war heute wieder so ein Tag, wo man mit einer falschen Einschätzung richtig böse hätte erwischt werden können. Aber das ist vielleicht für Sie eine Möglichkeit, wie Sie sowas eher sehen können. Und jetzt gehe ich zurück auf den Tag und zeige Ihnen mal ein paar Scheine. Ich habe diesen hier als Call mal ausgesucht. Das ist ein 11.967er. Da sind wir hier. Wir sind hier. Wir sind also auf diesem Niveau, was wir hatten am 25.06. Dieser Schein kommt für mich nur dann in Frage, ich mache es mal ein bisschen größer, wenn wir den Hochpunkt von heute, 12.641, mit Schlusskurs überbieten, dann kommt der für mich in Frage. Das ist kein Kindergartenschein, der hat also auch einen 25er Hebel momentan. Das ist von Goldman die GC7XV4. GC7XV4.
Und der kommt bei mir definitiv auf die Watchlist. Einen Put kann ich natürlich hier oben ansetzen. Ja, der ist aber dann schon 1000 Punkte weg. Also das ist nicht meine Intention. Ein Put würde ich hier ansetzen, an diesem Hochpunkt hier, den wir hatten, das war bei 13.044, kurz dahinter. Und da liegen wir hier mit dem 21er Hebel momentan bei 13.059. Das halte ich durchaus für vertretbar. Der ist dafür gedacht, wenn wir wirklich jetzt nochmal das Tief von heute, das war ja bei 12.340, nochmals unterbieten. Ja, und der hat die Kennnummer GF2V9G. GF2V9G. Aus der großen Range sind wir immer noch nicht raus. Ja, die liegt also immer noch hier, da sind wir so durch die 12.000 bis hoch zur 13.500. Da sind wir noch nicht raus. Aber es ist für Endanleger nach wie vor recht schwierig. Was mich heute wundert, ist, dass wir deutlicher nachgeben als Amerika. Bleiben Sie klein, machen Sie die Hebel kleiner und im Zweifelsfall nur Schnüffelstücke, denn bald kommt die Wahl und die scheint jetzt auch so richtig in Fahrt zu kommen mit den Äußerungen von allen Aspiranten auf den Job eines Präsidenten Amerikas. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.